Juliane, heute Morgen Schocknachricht im LinkedIn-Feed. Wirtschaft.tv schreibt, die Baumaterialien, die Kosten und die Preise explodieren derzeit. Wie stehst du dazu? Ja, also für uns ist das super, wenn wir Gebäude erhalten können. Das ist auch für den Bauherrn immer eine gute Nachricht. Muss er nicht neu bauen, er muss nur unser Produkt einbauen, aber muss eben nicht für die komplette Neustruktur die teuren Materialien einkaufen. Das heißt, die Baumaterialien, die Kosten können steigen, ist aber irrelevant, weil wir haben hier jetzt Möglichkeiten, Technologien geschaffen, alte Substanz abzugraden, und einen neuen Zweck zuzuführen. Ja, genau. Also das hat nicht nur den monetären Vorteil, sondern auch ideell, wir können ja wirklich auch denkmalgeschützte Strukturen erhalten, CO2 einsparen, das sind ja auch Themen, die in Zukunft immer größer werden. Verglichen mit zum Beispiel dem Abriss eines bestehenden Gebäudes und dem Neubau dieses Gebäudes können wir wirklich bis zu 92% Ressourcen sparen und bis zu 63% CO2. Und ich denke, das sind gute Zahlen. Wir freuen uns über Menschen, die mit uns arbeiten wollen und über jeden, der wirklich unsere Vision Erhalt statt Abriss verbreitet. Und wir sind bereit für viele weitere neue Projekte. Thank you.